Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam ja das große 12.4er Update raus. Damit sind natürlich einige neue Tags im Spiel der Spielrunde-Modus verfügbar. Allerdings haben wir natürlich auch richtig, richtig viele neue Map-Updates und tatsächlich diesmal auch richtig große Map-Updates. Alle Änderungen werde ich euch in diesem Video zeigen. Wenn euch die Videos hier auch auf dem Kanal gefallen und ihr in Zukunft auch keine Videos mehr verpassen wollt und ihr mich auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da, außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne dieses Video und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und zum Spiel der Spione werde ich wahrscheinlich morgen Video rausmachen. Zumindest vorausgesetzt, dass heute um 14 Uhr oder um 15 Uhr der neue Spiel der Spione-Modus rauskommt, der ja auch schon richtig nice aussieht. Wenn er rauskommt, werde ich dazu natürlich nochmal alle genaueren Informationen liefern. Ist so ein bisschen, also zumindest aus den Leaks, so ein Modus, wo irgendwie ein Überlebender ist, also ein menschlicher Überlebender und der Rest ist Zombies, also Zombie gegen Menschen. Sieht aber auf jeden Fall ziemlich nice aus, freue ich mich schon drauf, wenn der online kommt, der Modus. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal in eine Runde Kampflabor rein und dann zeige ich euch die ganzen Map-Updates und danach werde ich euch natürlich auch noch alle neuen Skin-Leaks zeigen. Bevor wir dazu kommen, würde ich euch allerdings mal eine ganz andere Information liefern, die gestern schon rauskam. Und zwar ist das offiziell von Fortnite auf dem Neuigkeiten-Tab gepostet worden und wie wir es vielleicht schon alle vermuten konnten, weil es eigentlich nie anders ist. Die Season 2 wurde mal wieder verlängert. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendeine Season schon mal rechtzeitig geendet hat. Jetzt allerdings auch wieder, ursprünglich war ja der 30. April das Enddatum, das heißt in 2 Wochen im Prinzip schon am Donnerstag. Wurde jetzt allerdings bis zum 4. Juni verlängert. Dafür wollen wir hier verschiedene Spielupdates liefern, neue Gameplay-Optionen, neue Herausforderungen, Bonus-EP und viele weitere Überraschungen bringen. Wäre aber eigentlich auch mal ganz cool gewesen, hätten wir einfach jetzt Season 3 schon am 1. Mai released. Ist nun aber so, müssen wir mit leben. Ich würde mal sagen, wir beginnen dann mit den Map-Updates. Und letzte Woche hatten wir ja hier die Challenge, wo man für die Zwerge etwas machen musste. Die standen ja hier überall mit Teleskopen und welche hatten ja auch Explosionsfässer, um hier den einen Zwerg, der da unten im Gefängnis saß, zu retten. Die Challenges sind jetzt anscheinend auch nicht mehr verfügbar. Das heißt, wenn ihr die nicht gemacht habt, könnt ihr sie jetzt auch überhaupt nicht mehr machen. Das heißt, die 40.000 EP für beide Challenges sind jetzt verloren. Allerdings haben wir wieder ein paar neue Challenges. Zurzeit ist nur eine einzige Challenge wieder bekannt. Dafür müssen wir hier einmal wieder in den Keller gehen. Und die Zwerge haben es tatsächlich geschafft, das Ganze hier auszurauben, beziehungsweise zu erobern. Haben jetzt hier auch die ein bisschen was jetzt zerstört und den Anführer wahrscheinlich von den Bären auch gefangen gehalten. So wie natürlich alle anderen Bären hier auch in dem Gefängnis, so vorher dann die ganzen Zwerge oder der eine Zwerg drin war. Die kann man auch retten für 15.000 EP, glaube ich. Wie gesagt, ist derzeit die einzige Challenge. Wenn ihr noch weitere Challenges wisst, schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Dazu werde ich dann natürlich auch nochmal ein Video machen. Ist aber jetzt eine relativ leichte Challenge, deshalb erwähne ich es auch nur einmal ganz kurz in diesem Video. Dann als nächstes Map-Update geht es wieder um den LKW mit den Brettern und mit den Sofas. Der eine LKW ist ja von dort oben hier die Straße entlang gefahren, der andere von dort hinten hinter Misty Meadows. Und jetzt sind die beiden tatsächlich hier angekommen und gegeneinander gecrashed. Die ganzen Bretter und die ganzen Sofas sind jetzt hier teilweise über den Berg verteilt und die meisten sind tatsächlich auch runtergefallen. Mal schauen, ob die noch weiterverwendet werden, ob hier vielleicht ein Haus dann aufgebaut wird oder was hier noch mit den LKWs geschieht. Ist auf jeden Fall ja zuerst mal das Ende von den Stories von diesen beiden LKWs. Das heißt, die sind auf jeden Fall nicht, wie vermutet, zum Bunker oder hier zur Boxfabrik gefahren. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was dort die nächsten Wochen passiert. Allerdings gibt es noch viel, viel interessantere Map-Updates, womit wahrscheinlich gar keiner gerechnet hat. Denn in Lazy Lake gibt es ein neues Gebäude und man kann es schon relativ gut sehen. Hier vorher war ja dieses Teppichgeschäft, was um einiges kleiner war. Jetzt wurde hier wieder aus Tilted Towers das No Sweat Insurance Gebäude platziert. Und diese ganzen Schilder sind jetzt auch wieder in allen Städten verteilt, in Pleasant Park, in Holly, in Francie. Ist tatsächlich auch eines der ersten Gebäude, die sich jetzt neben The Rig geupdatet haben.
Ich glaube, sonst hat sich tatsächlich kein anderes Gebäude auf der Map irgendwann mal geupdatet in Season 2 jetzt. Ist auf jeden Fall jetzt ganz nice, dass wir hier ein neues Gebäude haben. Bringt mal wieder so einen frischen Wind hier in Lazy Lake rein. Hat sich ja auch in Season 1 nichts geändert. Ich hoffe, wir erwarten auf jeden Fall in vielleicht auch anderen Städten wie Sweaty, Holly, Pleasant und so auch noch ein paar Map-Updates. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Und ich würde mal sagen, wir fliegen zum nächsten Map-Update. Und zwar befindet sich das nächste Map-Update bei der Agency. Dort hatten wir letzte Woche schon diese kleinen Bunkertüren im Wasser. Die haben jetzt angefangen zu leuchten, wieder in so einem schönen lilanen Schimmer, schon ähnlich wie Kevin. Ist ja so ein bisschen auch der Stil einfach von Fortnite, dass alles Mysteriöses so ein bisschen lila leuchtet. Ich denke mal, dass hier auch weitere Map-Updates in den nächsten Wochen folgen werden. The Agency wurde hier auch selbst als Gebäude noch geupdatet. Das heißt, wahrscheinlich auch in der nächsten Woche und immer wieder werden hier mehrere Stufen sein, wo sich das Ganze dann eben halt mit der Zeit immer weiter updatet. Können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Da gibt es auch noch ein ganz kleines Map-Update in Risk Reels und zwar sind jetzt hier auch weitere Bären. Ich weiß nicht genau, wofür die sind. Vielleicht für Midas Challenge oder so. Weiß ich immer, wie gesagt, nicht ganz genau. Gibt aber zurzeit, glaube ich, keine Secret Challenges damit. Hier sind immer Bären, die man einfach aufheben kann und dann werfen kann. Wie gesagt, denke ich mal, wird für irgendeine Challenge sein. Machen, glaube ich, auch kein Damage an irgendetwas. Also eigentlich nichts wirklich Besonderes. Eine ganz, ganz kleine Sache, die sich geändert hat, ist bei der Yacht. Und zwar hat man dort jetzt nicht mehr die klassische Yachtschlüsselkarte. Die hat jetzt nämlich einfach ein Deadpool-Design. Ansonsten ist da aber auch nichts Neues. Die Muskelkarte-Schlüsselkarte zur Yacht sieht auch immer noch ganz gleich aus. Kann man auch alles gleich verwenden. Eben halt nur ein kleines Design-Update für die Deadpool-Schlüsselkarte. Allerdings kommen wir jetzt mal wahrscheinlich zur absolut interessantesten und zur größten Map-Änderung, die wir jetzt in der ganzen Season hatten. Und zwar betrifft das The Shark. Hier sollte ja eigentlich das Ganze zu Ghost oder Shadow geupdatet werden, so wie auch schon die Yacht ursprünglich geupdatet wurde und The Rig und dann auch The Grotto. Und hier befindet sich jetzt einfach ein Gefängnis, alles schön in Zäunen. Da hinten ist auch noch eine kleine Einzelzelle. Sky befindet sich auch immer noch hier drin, genauso wie natürlich der Tresor und die ganzen Henchmans. Und Sky befindet sich jetzt tatsächlich bei Ghost und nicht bei Shadow wie alle anderen. Also bei The Rig, The Grotto und Muskelkater, der ja ursprünglich bei der Yacht war. Alle haben ja zurzeit den Shadow-Stil. Sky ist jetzt die erste, die tatsächlich auch mal bei Ghost ist. Sehen wir auch hier überall alles ein bisschen weißlicher gehalten. Hier ist eben halt einfach ein großes Gefängnis. Sieht auf jeden Fall übersichtlicher aus, würde ich sagen, als vorher. Hier hat man ganz viele Zellen. Ich glaube, die ganzen Zahlen müssen ja nichts bedeuten. Allerdings gibt es in einer Zelle irgendwo einen kleinen Kalender drin, wo einer ausgebrochen ist. Und zwar genau hier. Das müsste wahrscheinlich der Kalender vom März sein, da der März der einzige Monat ist, der mit am Sonntag den 1. beginnt und dann eben halt 31 Tage hat. Ansonsten wäre nur noch der November, der am Sonntag beginnt. Allerdings hat November natürlich nur 30 Tage, deshalb kann das nur der März sein. Dann muss der Insass hier wahrscheinlich am 9. Geburtstag gehabt haben, dann irgendwie am 24. Pizza bekommen haben, was auch immer das bedeuten soll. Und dann hatte ich hier von 25. bis zum 30. den Ausbruch geplant und am 31. ist er dann tatsächlich hier ausgebrochen. Ist auf jeden Fall so eine ganz kleine Randstory, denke ich mal, wird nichts Besonderes zu tun haben. Ansonsten gibt es hier, glaube ich, nichts so Spezielles. Der Tresor befindet sich tatsächlich relativ ähnlich, glaube ich, sogar fast an genau der gleichen Stelle. Dafür muss man einmal hier ganz nach unten gehen und dann befindet sich der Tresor, glaube ich, natürlich eine Etage höher und zwar dann hier an dieser Ecke. Und dann gibt es, wie gesagt, ja auch noch da hinten dieses Einzelgefängnis und da ist tatsächlich auch eine Einzelzelle, die komplett krass bewacht ist. Wer auch immer da drin ist, muss auf jeden Fall etwas ganz, ganz Schlimmes verbrochen haben. Vielleicht hat es ja auch etwas noch mit der Story zu tun und bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Man sieht ja aber ganz, ganz viele Kameras, die hier überall sind. Insgesamt 4 Stück, dann hier eine Einzelzelle. Dann war es auch soweit mit den Map-Updates, zumindest soweit, die ich jetzt gesehen habe. Bei Salt Springs, der Stuhl hat sich auch nicht bewegt. Wenn ihr noch weitere Map-Updates gesehen habt, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Ich glaube, der Kran dort hinten bei netter Aussicht hat sich auch nicht verändert. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zu den ganzen Skins und wir erwarten natürlich auch ein paar kostenlose Items, die wir dann mit dem FNCS
Stream bekommen können. Wenn man ja immer den FNCS-Stream dann schaut zu den Finals, bekommt man ja immer ein paar kostenlose Sachen. Diesmal ist es ein Skateboard, ein kleines Emoji, glaube ich, oder ein Banner-Symbol, weiß ich gar nicht ganz genau. Und dann noch ein Spray-Motiv, relativ klein, nichts Besonderes. Dann haben wir natürlich auch noch einige neue Emotes, ein paar Backblings und Gleiter natürlich auch. Ich glaube, der Psy-Blade hier ist tatsächlich ein Gleiter oder der Psy-Rider, einer der beiden. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Das wird auch alles wahrscheinlich wieder am Freitag kommen mit den ganzen neuen Deadpool-Items, denn dort warten auch einige wieder auf uns. Hier unten sieht man nochmal das Championship 2020, wie gesagt, alles zu FNCS. Dann habe ich hier, glaube ich, auch noch zwei Tänze, die von irgendjemandem inspiriert sind, aus, ich weiß gar nicht genau, wie die Kategorie heißt, aber ist auf jeden Fall so eine Kategorie, wo, glaube ich, irgendetwas aus dem Real Life inspiriert wurde. Dann aber natürlich auch noch die ganzen neuen Skins, nämlich einmal den Domino-Skin, Psylocke und Cable. Das wird ein Set wahrscheinlich wieder sein, das am Freitag eben halt, wie gesagt, reinkommt. Es nennt sich das X-Force-Set und damit kommen eben halt diese ganzen neuen Deadpool-Items rein. Es gibt auch noch einen Stil, den Deadpool dann bekommt, und zwar ist es der X-Force Deadpool in Schönweiß. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Dann haben wir natürlich auch noch ein paar normale Items hier. Einmal den Thins Skin, dann hier unten auch noch den Wolf, den Goof und den Siren Skin. Sieht auf jeden Fall eigentlich auch ganz nice aus. Dann kommen wir mal als nächstes zu ein paar anderen Änderungen. Und zwar soll der Gleiter hier von Uru auch einen weiteren Stil bekommen. Der hat ja schon den Stil mit Schimmer und ohne Schimmer. Und dann soll er eben halt jetzt noch so einen dunklen Stil bekommen. Genauso wie die Spitzhacke. Hier haben wir dann auch nochmal den Text zu dem neuen Modus. Und ich denke, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Modus. Soweit auf jeden Fall dazu. Wie gesagt, wird wahrscheinlich heute um 14 Uhr kommen. Werde ich morgen dann eben halt ein Video zu machen. Dann haben wir auch noch einige neue Änderungen bzw. neue Leaks, die den Midas-Raum leaken. Der wird ja morgen auch reinkommen, da können wir das Ganze dann sehen. Hier sehen wir einmal wieder die Ingenieurin und natürlich alles wieder ein bisschen vergoldet. Im Hintergrund ist auch dieses Doomsday-Device. Wie gesagt, werden wir morgen noch alles dann mit den Challenges sehen, wenn die rauskommen. Gibt natürlich auch noch mehrere Ausrichtungen davon. Hier sehen wir auch, dass der Lux-Skin, glaube ich, der Love Ranger, und da hinten ist auch noch ein Skin. Die wurden auch alle vergoldet von Midas. Hier hinten ist, glaube ich, auch von diesem einen Sturm-Skin irgendeine Statue drin. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass, wie viel der einfach vergoldet hat. Dann habe ich hier auch noch eine weitere Ansicht von Pili, im Hintergrund die ganzen vergoldeten Waffen. Und dann haben wir noch die ganzen Köpfe, die er vergoldet hat. Denke ich mal, werden wir aber, wie gesagt, alles morgen dann genauer sehen. Das war es dann auf jeden Fall eigentlich soweit mit den ganzen Neuerungen, die jetzt bekannt sind. Wir haben auch jetzt wieder die normalen Granaten zurück im Game, zumindest in allen normalen Modis. In den Wettkampfmodis sind die tatsächlich immer noch nicht verfügbar. Erst wenn die FNCS beendet wurde, werden die wahrscheinlich wieder in den Wettkampfmodus verfügbar sein. Und die Annäherungsmine hat irgendein Problem, deshalb ist sie auch vorübergehend erstmal deaktiviert. Das sind so die Item-Änderungen. Ansonsten war noch irgendwie eine Silent Dual Pistol in den Game-Files. Allerdings wird es wahrscheinlich wieder nur etwas für den Spiele-Spione-Modus sein. Die kann man ja auch schon so bekommen. Allerdings wurde jetzt irgendwie nochmal etwas geupdatet. Ich weiß allerdings nicht ganz genau was. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass hier im Normal-Game irgendwo verfügbar ist. Generell glaube ich, dass wir diese Woche tatsächlich keine neuen Waffen haben im Game. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine rein, ist aber trotzdem eigentlich ganz nices Update, vor allen Dingen eben halt was Map-Updates und alles betrifft. Und das war es dann soweit mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback zu diesem Video und zu diesem Update in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.